Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvestella. Ach, ein bisschen was an Geld haben wir ja bekommen. Tag 23 und warum baue ich keine Sprinkler mehr? Ist die Frage und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich zeige euch das. Weil mir hier Sachen fehlen. Wasserkerne und Loreleis Träne. Das heißt also, ich muss rein theoretisch in den Schrein und muss gucken, ob ich da irgendwie sowas bekomme. Ja, dann machen wir heute mal eine Schreinfolge. Na, zuerst kümmern wir uns um unser Düppel. Und? Wir können wieder ein bisschen was verkaufen, das ist auch gut. So. Schön. So, und? Und die haben auch schon Sachen wieder fertig. Oh Mann. Jetzt muss ich auch schon wieder gucken, ob ich irgendwie wieder was Neues kriege. Das sind zum Glück nur 18 Stück. Das geht ja relativ. Das lasse ich erstmal. Die Getreidemühle. Schauen wir am Uferbiom. Sehen, da ist noch nichts fertig. Gehen ins Höhlenbiom. Achso, die sind auch noch nicht fertig. Okay. Dann gehen wir wieder zur Farm. Kommt vielleicht etwas plötzlich, aber ich löse unseren Vertrag auf und komm nicht heulend zu mir und frag nach einem Grund. Es tut mir leid, aber es muss sein. Danke, dass du so lange bei mir geblieben bist. Bracca. Sollte es nach Bracca in seinem Versteck sehen. Aber er möchte doch nicht, dass ich ihn besuche. Naja. Aber bevor wir das machen, gucken wir erstmal wieder, ob wir durch die Regenbobonen. Nö, haben wir nichts freigeschaltet. Okay. Man muss ja jedenfalls mal gucken. So, also ich brauche 9 Stück von irgendetwas. Das würde ich dann in Schatola holen, wenn ich eh in Schatola unterwegs bin. I hope you bring back souvenirs. So, dann fliegen wir nach Schatola. Beziehungsweise, ja, ich muss nach Schatola fliegen, genau. Und versuchen dann, diese Wasserkerne da zu bekommen. Oder die Tränen. Das heißt, einmal durchgehen müsst ihr erreichen, oder? Also einmal einsammeln reicht. Ach, da oben. Komm ich eh lang. Passt. Yeah.
So. Er hat... Nee. Wir gehen hier weiter und schauen hier mal. Ich bin gerade am Überlegen, das war der dritte große Dungeon, oder? Ja. Hätten wir noch keinen von den Elite gemacht. Oder von den Furchtgegnern. Das heißt, die haben wir noch offen. Eine normale Bombe, die haben wir gar nicht verwendet. Cornelo-Puppe haben wir übersehen. Wie konnte mir das denn passieren? Hilft das schon, hier den Auftrag zu erweitern? Nee, ne? 792. Nee. Nicht wirklich, da hört man stärkere Gegner. So, hier durch. Genau bei dem Furchtgegner haben wir einen. Okay. Würde ich sagen, rennen wir da mal hin. Machen einen dieser Furchtgegner nochmal eben platt. Da oben. Okay. I'm going in. Let's get this over with. Piece of cake. I'm highly capable, you know. So. Oh, so eine Schwäche sogar. Muss gar nicht seine Schwäche hübsch. Leck, das ist auch nicht. Achso, dann ist eine spezielle Art des Zustechens. Ah, okay. Wo haben wir das Essen? Nein, die Kamekunst war doch für was anderes. Ah, oh, ich bin so doof, ne? Das ist seine Schwäche. Diese eine Attacke, okay. Schlichter Anti-Windring. Na, oh, leuchtende Flüssigkeit. Wer braucht denn das? We should be able to handle something like this. Ich laufe einfach weiter. So, Loreleis Trainer.
da hinten ist auch noch was. Oh Mann. Ich bin so doof. Super, meine Energie ist leer. Aber ich hätte hier lang gemusst. Kürbissuppe hat mich anscheinend nicht so satt gemacht. Oh, viel habe ich gar nicht mehr. Eine Inselmelone. Haben wir das auch entdeckt? Ja, Kühlblatt und ein Rotblatt. Na super. Wie viele Tränen habe ich denn? Zwei erst. Das ist ein Sprinkler mehr. Dann reisen wir einfach mal weiter zum nächsten Bereich. Geradeaus und links und dann rechts. Okay. Rosa Aloe. Was ist das? Ist da irgendwie hoch? Ausdauer genügt nicht. Ja, das bringt mich nicht weiter. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Brauche ich eine Zweierbombe. Ja, das gibt's nicht. Das gibt's wirklich nicht. Okay, dann können wir
Da hinten könnte noch was sein. Aber natürlich ist mir das davon ein bisschen wichtiger. Weil ich glaube, dass da nur Erze sind. Was? Nur für den? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Na toll. Bring dich nach Hause, Glocke. Nein, die Geschäfte haben jetzt schon alle zu, ne? Wir haben schon gegen Abend. Oh, das ist doch... Roleplay hat nicht für einen Cent nachgedacht. Aber für zwei. Wir können jetzt wieder einen Sprinkler bauen. Beziehungsweise sogar zwei. Sollten wir es 8.50 Uhr haben, genau. Kann ich die jedenfalls aufbauen. Das ist ja dann halt auch einmal weniger, wo ich dann irgendwo ansatzweise gießen muss. Ach verdammt, jetzt muss ich auch noch gießen. Das habe ich natürlich total vergessen. Dann gießen wir einfach mal schnell noch. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir jetzt nur zwei Sprenkler bekommen haben. Aber ich sehe es auch mal vorteilhaft. Jetzt haben wir jedenfalls ein bisschen was erreicht. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Packen wir auch die Sachen ins Lager. Für die Herstellung. Achso, das kann noch rüber. Ah, Mont Blanc haben wir noch. Genau, Mont Blanc. So, gucken wir noch, was wir für Erfolge haben. Wäre ja auch nicht schlecht. Mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Ja, 20 Bereiche mit Bomben zerstören. Das ist doch schon mal etwas. Ja, Laternenkürbisse kann ich jetzt nicht mehr pflanzen. Königsauberginen könnte ich noch 120 Mal was... Kann ich noch ein Gericht kochen? Das wäre nicht schlecht. Dann hätte ich jedenfalls was für den nächsten Tag. Eine Bergpfanne. Könnte ich kochen. Aber dann wird es echt langsam knapp. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.